Aber Deri, heute haben wir den 7. Dezember 2020, ich bin der Geisheim, versuche mich wieder an einem Hirnbatzel. Thema ist heute, wie wird Corona übertragen? Der Hauptübertragungsweg ist ohne jeden Zweifel der mediale. Die Medien übertragen Corona. Zeitungen, Fernsehen, Radio. Und wenn man die Zeitungen heute so liest, vielleicht war er schon immer ein wenig narrisch, aber zur Zeit dreht es voll durch. Es wird eine Angstmache betrieben. Im Vorfeld der Impfungen, die als Messias, als Rettung von allen Nöten verkauft werden, der Söder dreht ganz durch. Letzten Donnerstag war der Söder in Passau und hat da eine Brandrede gehalten und hat schon angedeutet, dass er mit den bundesweiten Einschränkungen bezüglich Corona nicht einverstanden ist und er wird noch verschärfen. Gegipfelt hat die Rede ja, dass das Impfen zwar keine Pflicht sei, aber ein Gebot. Und da kommt er jetzt wirklich in Krampf rein. Wenn er es ernst gemeint hat, also dass Nichtimpfer gegen ein Gebot verstoßen, praktisch eine Sünde begingen, dann ist er jetzt vollkommen narrisch geworden, nach meiner Auffassung. Mittlerweile hat der Söder auch die Katze aus dem Sack gelassen. Es gibt wieder Hausarrest für seine Bürger in Gebieten, wo der Inzidenzwert einen bestimmten Wert überschreitet, gibt es ein nächtliches Ausgangsverbot, wie im Krieg. Silvester ist gestrichen, frage ich selber nichts danach, weil ich die Knallerei seit Jahren, wobei ich schon verurteile. Aber um das geht es ja nicht. Es geht darum, dass der Söder Dinge wie ein Diktator für sein Volk beschließt, die ihm gar nicht zustehen. Leider hat das Verfassungsgericht gestern, glaube ich, ein Urteil gesprochen, dass die Verbote gegen Demonstrationen rechtens sind. Es wird so begründet, dass immer Infektionsgeschehen über allen Grundrechten steht, also dass körperliche Unversehrtheit über der Freiheit der Meinungsäußerung und der Versammlungsfreiheit und so weiter steht. Da sieht man, was da für Richter drin sind. Die sind alle von den Parteien dorthin geschickt. Da wäscht eine Hand die andere, das greift ineinander über. Wenn das rechts ersollt, dann bedeutet das, dass in Zukunft jeder eine Infektion als Grund hernehmen kann, die Demokratie und die Verfassung außer Kraft zu setzen. Dass die Richter zu blöd sind und das zum Spannen, das glaube ich nicht. Die neueste Angstmache ist, dass man Todeszahlen bringt. In unserem regionalen Krankenhaus sollte auch schon wieder jemand gestorben sein. Ich schaue mir seit langer Zeit dabei die Todesanzeigen an, weil ich mal einen Verwandten übersehen habe. Dadurch bin ich da sehr gründlich und ich stelle fest, dass dort weniger Todesanzeigen erscheinen, als vom Gefühl her in den letzten Jahren das waren. Aber wir wissen ja heute, wer einen Husten tut, wer niesen muss, wer es gar auf der Lunge hat, der hat Corona. Es gibt da heute keine Grippe mehr. Das hat sogar der Spahn eingeräumt, letztlich. Weil jeder, der Grippesymptome hat und noch dazu positiv getestet worden ist, wobei das ja überhaupt nichts aussagt, kommt ins Krankenhaus, wie es ausschaut. Denn die Krankenhäuser, die müssen jetzt ein wenig liefern.
Die haben nämlich jetzt ein Dreivierteljahr abgesandt. Die haben 560 Euro, glaube ich, am Tag für ein Last Bit gekriegt. Die Pfleger und so weiter haben in Kurzarbeit geschickt worden. Muss auch die Allgemeinheit zahlen. Und wenn ich so eine gute Leistung kriege für nichts, das ist natürlich attraktiv. Für die Krankenhausbetreiber und auch für die Ärzte, nehme ich an. Und nachdem diese geringe Belegung im Internet ein Thema geworden ist, steuert man jetzt dagegen. Jetzt werden Notfallszenarien ersponnen und es werden Leute in die Krankenhäuser eingeliefert. Das ist jetzt meine Vermutung, ich kann es nicht beweisen, die dort eigentlich gar nicht hinkommt. Unterstützen tut diese Vermutung die Presseberichterstattung, die letzte Woche zum Beispiel in unserem Bereich da zwar mit dem leitenden Krankenhausdirektor, den Oberarzt, groß in der Zeitung gebracht hat, der die Notlage schildert. Aber zum Teil ist die Notlage ja auch selbst fabriziert. Denn indem ich das ganze Personal teste und jeden positiven Test als krank anschaue und in Quarantäne schicke, dünne ich mein Personal aus. Und das ist nicht nur im Krankenhaus so, sondern auch in die Heime. In unserem Altersheim ist heute ein Notfallbericht, wir brauchen Leute, die die Alten versorgt, weil die Hälfte von unserem normalen Personal ist in Quarantäne. Bundeswehr wird schon eingesetzt zur Pflege und Hilfe im Altersheim. Und ich kann mir vorstellen, dass denen jetzt wirklich zweierlei wird. Denn es ist so ihre Masche, mit diesen positiven Tests die Leute krank zu erklären. Aber damit schneiden sie jetzt ins eigene Fleisch. Und wie das wohl noch weitergeht. Die Ärzte müssen jetzt anscheinend zusammenhelfen. In einer größeren Stadt da, in der Nacht von uns, ist heute ein Artikel drin, da hat irgendein so Ärztefunktionär seine Kollegen auf einem Plakat versammelt, um zu zeigen, wir tragen wir alle Masken. Ich werde versuchen, das Plakat einzublenden. Naja, sie haben sich wahrscheinlich traut, weil die werden dann mal sagen, ja, da kennt man mich ja eh nicht. Eigentlich können das sie gescheit schauen, denn das Plakat ist eigentlich gegen die wenigen Kollegen von ihr gerichtet, die sich der Maske entziehen oder die dem Ganzen kritisch gegenüberstehen. Der initiierende Arzt dieser Aktion gibt übrigens zu, dass der Mund-Nasen-Schutz vor allem ein Fremdschutz ist, für den Eigenschutz taugt die Maske nur bedingt. Einen Sinn hat sie nur im Verband mit anderen Maßnahmen. Abstand, Vermeidung von engen Face-to-Face-Situationen, in Klammern Limitierung der Zeit hierbei, Reduktion der direkten engen Kontakte, in Klammern nicht nur der sozialen, Vermeidung von Innenraumsituationen, Luftreinigungs- und Luftaustauschmanagement, Hand- und Oberflächenhygiene. Geschwafel, Geschrubbel, Geschwurbel. Vor allem, wenn man weiß, das sind Fachleute, die wissen um die Maskenproblematik. Dass es Arbeitsschutzmediziner gibt, für die das eine Hauptaufgabe ist, zu erforschen, wenn irgendein Betrieb Masken verordnen will oder hernehmen muss, weil es so staubig ist oder sonst was, dass die erst einmal die Arbeiter untersuchen müssen, die Lungenvolumen feststellen und so weiter und dann wieder ganz eine bestimmte Masken, die da zum Vertreten ist, eingesetzt. Und dann dürfen sie es auch nur eine bestimmte Zeit tragen, 2 Stunden oder was, dann müssen sie wieder maskenlos atmen. Und das war so ein Doktor. Und wenn er es nicht weiß, dann ist er Depp. Dann sollte er sein Lehrgeld zurückgeben. Und solche Leute sind schuld, dass unsere Kinder mit Masken gequält werden, während
dass man erst frei atmen probiert, dass man es psychisch krank macht, indem man jeden um sich herum als potenzielle Gefahr anschaut, was da für psychische Schäden entstehen, das kann man sich noch gar nicht ausmalen. Und wie ich eingangs schon gesagt habe, wenn dann so Politiker und gekaufte Journalisten daherkommen und denen Kinder dann auch noch einreden, geht es ja nicht zu den Großeltern, weil die werden krank und sterben. Da weiß genau anders drum. Die Alten haben nur deswegen gefährdeter, wenn wir was eine Haufen Vorerkrankungen haben und wenn man irgendwann nicht mehr stirbt, aber die sind auch gefährdeter, weil die Generationen halt getrennt sind. Um das Immunsystem dauernd trainieren zu können, braucht man Kontakt zu jungen Leuten. Und wenn der nicht da ist, also der Kontakt zu den gerade aktuellen Viren oder Bakterien oder was da sonst umeinander schwirrt, dann kann das Immunsystem der Alten sich nicht anpassen. Also genau das Gegenteil von dem, was heute gemacht wird, war nötig. Kontakt zu den Jungen und nicht Isolation. Übrigens, ich habe also neulich einmal in Wikipedia mir die Arbeit gemacht und habe hübsch viele Infektionskrankheiten durchgeschaut. Weil man die Idee kennt, ist ja, hat das lauter Virenerkrankungen, aber das ist eben nicht der Fall. Sehr viele Erkrankungen, gegen die man impft, sind bakterielle Erkrankungen. Tetanus, Malaria, Typhus, Diphtherie, Pest und so weiter. Und da scheint die Impfung noch irgendwo plausibel zu sein, wenn man eine geringe Dosis von irgendwelchen Erregern, einen, der gesund ist, einimpft, dann kann sich das Immunsystem anpassen und wenn dann eine Gefahr kommt, dann ist es einfach gewappnet. Mittlerweile habe ich aber auch gelesen, dass man noch nie mit einer Bakterie eine Infektion hervorrufen hat können, sondern nur durch die Toxine, die beim Zerfall einer Bakterie entstehen. Aber das ist ein so weites Gebiet, da bin ich erst dabei, mich einzulesen. Aber wenn da nur ein Zehntel von dem stimmt, was ich bis jetzt so mitgekriegt habe, dann ist diese ganze Impfgeschichte eine reine Luftnummer. Eine Fortsetzung der Religion mit anderen Mitteln. Die Religionen haben jahrtausende lang von der Angst der Leute gelebt und haben ihr Bodenpersonal gut ernährt. Und mit den Impfungen scheint es genauso zu sein. Ich werde zu dem Thema und dem Film ein paar Links einblenden, die zum Teil selber erst am Lesen bin. Zum Beispiel die Geschichte der ganzen Impfthematik. Ich glaube, ich hatte über 450 Seiten vom Max-Planck-Institut. Scheint aber sehr interessant zu sein. Kann ich nur empfehlen. Auf ein Ding möchte ich nur hinweisen, das habe ich also nicht gewusst, dass es einen Virologen gibt, der hat vom Bundesgerichtshof gewonnen mit seiner Behauptung, dass es kein Masernvirus gibt. Das ist also gerichtlich in einem Urteil festgeschrieben und habe das nie gehört gehabt. Das wird von unseren Medien nicht kommuniziert. Wenn es kein Masernvirus gibt, vielleicht gibt es dann auch andere Viren nicht. Oder vielleicht gibt es gar keine Viren. Vielleicht sind Viren nur die Ausrede, dass man Krankheiten, die man nicht erklären kann, mit irgendwas zu bekämpfen vorgibt. Was leider bei ein Beil möchten, wenn ihr es feiert. Oder Viren sind ein Geschäftsmodell, eins der lukrativsten, die es gibt. Nur wenn man die Impfschäden der letzten 100 Jahre anschaut, dann kann man sagen, dass die Impfungen auch eine Kriegsführung waren gegen Bevölkerungen.
Es wird also behauptet, ich kann das jetzt nicht genau quellenmäßig belegen, aber der Autor, der das behauptet, der macht einen recht einen seriösen Eindruck. Der sagt, dass 20 Millionen Kinder im Jahr sterben durch Impfungen. Man weiß aus Afrika und Indien, dass die Nebenwirkungen von Impfungen Unfruchtbarkeit erzeugen, das vielleicht sogar der eigentliche Sinn war von den Menschheitsbeglückern. Also es ist auf jeden Fall ein ganz unerforschtes Gebiet und mir scheint das Ganze ein Sumpf zu sein. Aber vielleicht lerne ich noch dazu und sehe das anders. Die heutige Zeitung, wenn ich so durchschaue, da hat man 2 Stunden drüber reden, weil was da halt wieder für Sachen drinstehen, das ist ungeheuerlich. Aber man kann nicht auf alles eingehen, aber auf eins möchte ich eingehen, weil das ist doch etwas, das man nicht recht verkraftet. Da gibt es eine Generalkonsulatin des Staates Israel für Süddeutschland, eine Sandra Simovic oder Simovic. Und die hat unter anderem in einem Interview gesagt, Jude als Schimpfwort sei nicht hinnehmbar. Ja, ist Jude ein Schimpfwort? Verstehe ich nicht. Deutscher als Schimpfwort ist nicht hinnehmbar. Ich verstehe es nicht. Jude ist doch eine Bezeichnung der Juden für sich selber, oder nicht? Oder hat es den Begriff Jude irgendwie bei anderen erfunden? Sehr verwirrend. Die Diskussion um Antisemitismus bei uns scheint langsam seltsame Blüten zu treiben.